Liebe Zuschauer, dass es in der Politik im verbalen Bereich heiß hergeht, das sind wir gewohnt. Wir haben seit vergangenem Samstag haben wir eine Situation, die ist für mich als Bürger, als Demokrat dieses Landes unerträglich. Es handelte sich um einen Übergriff in Schorndorf, das ist in Baden-Württemberg. Die Landtagswahlen stehen bevor, auf einen Landtagsabgeordneten, der schwer verletzt wurde. Hier handelte es sich um einen Überfall mit schwerer Körperverletzung, mit Kopftritten, wie wir gehört haben. Als Demokrat und als Verantwortlicher bei Hallo Meinung reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die etwas zum Gemeinwohl beitragen und die nicht mit irgendwelchen Vorbelastungen belegt werden. Und dazu zählt, und da freue ich mich, ihn wieder begrüßen zu dürfen, Martin Hess, Bundestagsabgeordneter der AfD-Fraktion. Lieber Martin Hess, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Herr Weber, ich grüße Sie ebenfalls. Freut mich, heute mit Ihnen zu diesem Thema ein Interview führen zu können. Herr Hess, wir haben sehr, sehr viele Zuschriften erhalten. Wir haben inzwischen einen Verbreitungsgrad, der übersteigt herkömmliche Medien in vielen Bereichen. Ich spreche insbesondere von der schreibenden Zunft, dass die Menschen sagen, sie können es nicht verstehen. Wir wollen die Zuschauer noch mal aufklären. Es handelte sich um eine Wahlkampfveranstaltung in Schorndorf. Das ist in Baden-Württemberg. Dort wurde der Stand der AfD überfallen von 15 bis 20 maskierten Leuten. Es handelte sich, wie sich jetzt herausstellte, um eine konzertierte Aktion, die generalstabsmäßig vorbereitet war. Das heißt also, es wurde der Blick auf den Wahlstand, auf die attackierten Personen, wurde verdeckt durch Plakate und der Landtagsabgeordnete Stefan Schwarz wurde schwer verletzt. Er ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das ist eine Qualität. Ich vermisse den Aufschrei der bürgerlichen Parteien. Und ich muss Ihnen sagen, lieber Herr Hess, egal von welcher Seite, Gewalt ist nie ein Zeichen von Überlegenheit, sondern es ist ein Zeichen von Schwäche. Und es erinnert mich in erschreckender Art und Weise an die deutsche Geschichte, die wir Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre erlebt haben. Ich habe Sie kennengelernt. Sie waren bei der Polizei. Sie haben eine Artikulation. Sie haben eine Sichtweite, die für mich nachvollziehbar ist. Bitte, Herr Hess, wie sehen Sie die Dinge? Für mich persönlich ist es erschreckend, wie es trotz unserer historischen Erfahrung offensichtlich trotzdem möglich ist, eine bestimmte Gruppe von Menschen, hier in diesem Fall AfD-Mitglieder, AfD-Repräsentanten, zu stigmatisieren, zu diffamieren, ihnen ganz offensichtlich die Menschlichkeit abzusprechen, sodass in der Folge sich gewalttätige linksextremistische Gruppierungen ermutigt sehen, Personen unserer Partei anzugreifen. Exponierte Personen wie die Landtagskandidaten, aber auch weniger exponierte. Es kam ja auch ein Mitglied, ein Wahlkampfunterstützer unserer Partei zu Schaden. Das, was sich hier abgespielt hat, war im Kern ein Anschlag auf das Herz unserer Demokratie. Es sind zwei zentrale Elemente hier angegriffen worden. Zum einen natürlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit, und zum anderen aber auch die demokratische Willensbildung, der Meinungspluralismus, das, was eine Demokratie im Kern ausmacht. Und für das, dass es ein so schwerwiegender Anschlag auf unsere Demokratie war, fallen die Reaktionen der anderen Parteien und auch der Medien im Übrigen doch sehr verhalten aus. Und das ist das eigentlich Erschreckende. Man scheint sozusagen Gewalt gegen bestimmte Personengruppen, gegen bestimmte Parteien als nicht so schlimm zu empfinden wie Gewalt gegen zum Beispiel Angehörige der SPD oder der CDU/CSU. Wenn Sie sehen, was dort immer für Sondersendungen bei den Öffentlich-Rechtlichen, für entsprechende mediale Beachtung erfolgt, wenn ein Angriff gegen deren exponierte Personen durchgeführt wird und jetzt im Vergleich das, was in Schorndorf passiert ist, dann muss man das wirklich als Messen mit zweierlei Maß bezeichnen. Und ich meine, dass das in unserer Demokratie einfach nicht sein kann. Das, was in Schorndorf passiert ist, ist einer Demokratie unwürdig. Das muss auf den maximalen Widerstand aller überzeugten Demokraten treffen. Und deshalb erwarte ich, dass die Parteien allesamt, von der CDU/CSU angefangen, über die FDP bis hin zu den Links-Grün-Roten, sich hier klar dagegen positionieren, klar in einer Erklärung zum Ausdruck bringen, dass sie Gewalt als Mittel von Politik ablehnen,
dass die Antifa entsprechend verurteilt wird, sodass im Ergebnis wir ein klares Signal an diese Linksextremisten aussenden. Unsere Demokratie lässt sich das nicht gefallen. Und ich warte insbesondere auch vom Innenminister von Baden-Württemberg, vom Herrn Thomas Strobel, dass er hier klar Position bezieht. Ein Angriff auf einen Landtagskandidaten kann und darf nicht in Baden-Württemberg zur Regel werden. Wenn Sie sich das Bekennerschreiben der Antifa anschauen auf Indymedia, wo klar formuliert worden ist, dass man entsprechend den rechten Wahlkampf sabotieren soll, dann kann man das angesichts der Gesamtumstände nur als einen Aufruf zur Gewalt verstehen. Und dem muss der Innenminister konsequent entgegentreten. Man hat seitens Indymedia, man hat gesagt, man hat den AfD-Stand besucht. Wenn das als Besuch bezeichnet wird, erkennen Sie den politischen Willen, dass das umgesetzt werden soll, Ihren Wunsch? Ich meine, es ist ja immerhin so, für die Zuschauer und für mich, wenn eine SPD-Vorsitzende mit einem Antifa-Abzeichen mit in den Bundestag und hineingeht und offen sich dazu bekennt, mir allein der Glaube fehlt mir, dass das der politische Wille ist und nicht, dass es reiner Opportunismus ist, da sei es so entledige ich mich des politischen Gegners, einmal indem ich ihn diffamiere und zum anderen indem ich etwa Gefolgsleuten Angst einjage. Das sind ja alles Dinge, lieber Herr Hess, die sind ja noch gar nicht so weit her in der deutschen Geschichte, dass wir das schon erlebt haben. Und ich erkenne hier erschreckende Parallelen. In der Tat, wir haben im Deutschen Bundestag, ich habe mehrfach Anträge zur Bekämpfung, zur effektiven Bekämpfung des Linksextremismus eingebracht. Die Altparteien versuchen sich hier ja schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, aber sie erreichen einfach keine nachhaltigen Effekte. Und diese Anträge werden regelmäßig abgelehnt. Und Sie haben recht, im Deutschen Bundestag gibt es Vertreter der Linken, der Grünen und der SPD, die Antifa verteidigen. Ich darf daran erinnern, dass Renate Künast sogar eine umfangreiche staatliche Finanzierung der Antifa gefordert hat. Und Antifa, so behaupten diese Links-Grün-Roten, stehe für eine Einstellung, die ja jeder Demokrat teilen müsse. Aber das ist ein klarer Etikettenschwindel und der ist auch für jeden klar erkennbar. Antifa steht nicht für eine Grundeinstellung Antifaschismus, sondern Antifa steht für eine gewalttätige Gruppierung, die in den Straßen unseres Landes Jagd auf Andersdenkende macht. Und deshalb bedarf es hier, auch der Antrag ist schon gestellt, eines sofortigen Verbotes der Antifa-Gruppierungen, die entsprechend gewalttätig auf unseren Straßen unterwegs sind. Aber auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Insofern haben Sie recht, es steht zu befürchten, dass meine Forderungen, die Forderungen meiner Fraktion, meiner Partei, keine Beachtung finden. Aber dann liegt es am Wähler. Er hat die Möglichkeit, am 14. März in Baden-Württemberg klar zu zeigen, dass er sich mit solchen Parteien wie den Grünen, den Linken, der SPD, aber auch der CDU, CSU, ich darf daran erinnern, dass die in Mecklenburg-Vorpommern einer bekennenden Linksextremistin mit ihren Stimmen zum Verfassungsrichteramt verholfen haben, dann darf der Bürger zeigen und muss der Bürger zeigen, dass er sich davon distanziert. Wer eine glaubhafte Bekämpfung des Linksextremismus haben will, und es möge bitte keiner glauben, dass es nur die AfD trifft, die AfD ist nur der Anfang. Ich darf darauf hinweisen, dass in Stuttgart es einen Mordanschlag gab am Rande einer regierungskritischen Corona-Demonstration, wo Linksextremisten eben auch einen Demonstrationsteilnehmer verletzt haben. Das ist nur der Anfang und deshalb muss dem Bürger klar sein, dass quasi jeder, der nicht die Auffassung dieser Linksextremisten teilt, ins Fadenkreuz geraten kann. Jeder jederzeit einer massiven Attacke ausgesetzt sein kann und deshalb muss der Bürger, wenn er glaubwürdig Linksextremismus bekämpfen will, entsprechend die AfD wählen. Wir sind die Einzigen, die einerseits die Konzepte haben, die nachhaltig wirken können, andererseits auch das Personal. Wir sind bestens aufgestellt mit Spezialisten für die innere Sicherheit, die eben gewährleisten, dass wir Linksextremismus hier effektiv bekämpfen. Und ein Antifa-Verbot, und genauso fordern wir ja auch ein Indymedia-Verbot, was wir diese Woche übrigens im Bundestag wieder einbringen. Und jetzt werden wir sehen, wie die Altparteien sich dazu stellen. Diese Indymedia-Website
ist eine Hetzer-Website allererster Güte. Dort finden Anschlagsbekennung, also Bekennerschreiben bezüglich verschiedener Anschläge werden dort veröffentlicht. Es werden dort sogar Anleitungen veröffentlicht, wie man den politischen Gegner verletzt, schwer verletzt, bis hin zur Tötung. Und das sind Dinge, die können in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat nicht akzeptiert werden. Und jetzt werden wir uns anschauen, wie sich die Altparteien zu unserem Antrag stellen. Auch hier steht zu vermuten, dass er wieder abgelehnt wird, was für uns aber nicht heißt, dass wir aufgeben. Ich bin der festen Überzeugung, Herr Weber, dass die Bürger in unserem Land sukzessive erkennen, dass in nahezu allen Politikfeldern, die zukunftsrelevant sind, die Altparteien keine überzeugenden Lösungskonzepte mehr anbieten können. Dazu zählt eben auch die effektive Bekämpfung des Linksextremismus und dass der Bürger sich deshalb vermehrt für die AfD, für die glaubwürdige Alternative entscheiden wird. Ein letzter Satz von mir diesbezüglich, damit keine Missverständnisse aufkommen, weil der Schwerpunkt hier auf dem Linksextremismus liegt in unserer Diskussion. Die AfD hat von Anfang an gegen jegliche Form von Extremismus sich ausgesprochen. Wir lehnen Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung konsequent ab, haben das immer getan und werden das immer tun. Wer das Gegenteil behauptet, wie zum Beispiel bestimmte exponierte Vertreter, Annegret Kramp-Karrenbauer, Rolf Mützenich oder Heiko Maas wieder anlässlich des Gedenktages von Hanau, wer dort behauptet, wir seien geistige Brandstifter, der lügt zum einen und zum anderen befördert er genau diese Entwicklung, die wir in unserer Demokratie alle nicht wollen können. Als neutraler Beobachter, wenn ein Markus Söder und ein Armin Laschet sagt, Armin Söder, wir werden die AfD bekämpfen bis aufs Messer, dann ist sicherlich, wir unterhalten uns hier drüber, dass das Wort der Vorreiter der Tat ist, in Potenz. Und da sind es Dinge, das kann ich als Bürger auch nicht verstehen. Ich möchte Ihnen ein Versprechen abbringen. Wenn die Sitzung am Donnerstag war, lassen Sie uns ein kurzes Interview machen. Das interessiert die Menschen. Wir hören von der Justizministerin Christine Lambrecht, wir hören Hetze und Hass im Netz. Ganz klar. Aber ich frage mich, jedes Ding wird zensiert. Und wir haben eine erfreuliche Berichterstattung. Wir hatten zusammengestellt die differenzierten Aussagen von Frau Merkel, vom Jens Spahn, vom Herrn Drosten und von Herrn Wieler über ein Jahr. Und da hieß, glauben Sie nur den offiziellen Quellen. Dann hat man unseren Kanal gelöscht. Gestern hat sich YouTube entschuldigt und hat gesagt, bitte um Entschuldigung. Das heißt also, man hat hier eine äußerste Sensibilisierung, wenn von linken Seiten gesagt wird, Moment, die senden etwas, was unseren Vorstellungen nicht entspricht. Aber gleichzeitig höre ich von Ihnen, dass die offene Aufforderung zu Gewalt und zur Ausführung der Gewalt im Netz steht und Sie müssen im Bundestag etwas einbringen, dass diese Seite verschwindet. Ich habe noch eine Bitte. Wir hören immer sehr viel die sogenannten politisch motivierten Gewalttaten und Propagandastraftaten in der sogenannten PKS, Polizeikriminalstatistik. Jetzt sind Sie ja ein sehr erfahrener Politiker und Sie kommen aus dem Polizeidienst. Erklären Sie doch mal unseren Zuschauern, die Polizeikriminalstatistik, die hat doch, eigentlich ist es doch so, und das haben wir schon darüber berichtet, wenn es eine Straftat gibt, die jetzt nur damit auszeichnet, nehmen wir mal den El-Quds-Marsch in Berlin, wenn dort ein antisemitisches Merkmal vollzogen wird in Form von Handlungen, Gesten oder Plakaten, dann ist es doch eine rechtsmotivierte Straftat. Genau so ist es und deshalb monieren wir mit Nachdruck diese statistische Erfassung. Es scheint so zu sein, dass man wirklich mit allen Mitteln versucht, ein rechtes Schreckgespenst an die Wand zu malen. Eine rechte Chimäre, die aber keine Entsprechung in der Wirklichkeit findet. Und in der Tat, man erfasst genau, so wie von Ihnen dargestellt, Delikte, die nie und nimmer dem Phänomenbereich rechts zuzuordnen sind unter normalen Umständen, genau in diesem Phänomenbereich, damit die Zahlen stimmen, damit man 1 Milliarde bis 2024 gegen rechts rechtfertigen kann. Und genau das ist es, wo wir eben Aufklärungsarbeit leisten müssen. Diese statistischen Erfassungen sind fehlerhaft. Ich habe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Wenn auf ein AfD-Wahlkreisbüro ein Farbanschlag verübt wird, wenn dort ein Hakenkreuz an die Wand geschmiert wird, dann ist doch die Motivation des Täters ganz klar. Er kommt aus dem linken Spektrum und bezichtigt der AfD
eben entsprechenden Rechtsextremismus, indem er dieses verheerende Symbol an die Wand schmiert. Das hat nie und nimmer einen rechtsextremistischen Hintergrund und dennoch, und das muss man sich vorstellen, werden solche Delikte im Bereich Phänomen rechts entsprechend statistisch erfasst. Mit der Begründung, es handele sich ja um eine Straftat nach 86a StGB, verwenden verfassungsfeindliche Organisationen Symbole und das sei eben dem rechten Spektrum zuzuordnen. Hier wird also die Motivation gänzlich außer Acht gelassen und das ist ja genau das, was dann eben nicht mehr passt. Ich kann nicht nur objektiv einen Tatbestand zur Kenntnis nehmen, sondern ich muss selbstverständlich, wenn ich es zuordnen will, einer politischen Strömung schauen, was war die eigentliche Absicht, was war die eigentliche Intention. Und hier wird in der Tat, ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, dass man hier die Statistik fälscht, aber hier wird mit Tricks gearbeitet, um die Zahlen künstlich in die Höhe zu treiben. Und das, was hier passiert, sind definitive, unbestreitbare Falschauffassungen. Aber genau dagegen sind wir eben auch schon, haben wir uns auch schon positioniert. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, Herr Weber. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Altparteien sind weder willens noch in der Lage, die wirklich drängenden Probleme unseres Landes zu lösen. Sie scheitern in allen zukunftsrelevanten Bereichen, in wirklich allen. Sie können sich die Wirtschaft anschauen, Sie können sich jetzt Corona aktuell anschauen, Sie können sich die Sicherheitssituation anschauen, Sie können sich die Familienpolitik anschauen. Egal welchen zukunftsrelevanten Bereich wir uns anschauen, es ist eine Geschichte des Versagens und zwar nicht der letzten Jahre, sondern der letzten Jahrzehnte. Und Sie sind ja nicht bereit, die Gesamtsituation ergebnisoffen und ideologiefrei zu analysieren, sondern wenn Sie die Fehler zugeben würden, gäben Sie Ihr Versagen der letzten Jahrzehnte zu. Deshalb sind Sie gezwungen, so weiterzumachen wie bisher. Und dem Bürger bleibt nur eine Wahl, wenn er wirklich eine Änderung der Politik in Deutschland möchte. Wenn der Bürger in Deutschland wirklich möchte, dass seine Interessen wieder in den Mittelpunkt der Politik gestellt werden, wenn vor allem in meinem Bereich der Staat endlich wieder anfangen soll, die innere Sicherheit zu gewährleisten, den Schutz und die Sicherheit seiner Bürger an die erste Stelle zu stellen, dann wird das mit allen Altparteien und auch nicht mit der CDU und auch nicht mit der CSU möglich sein. Es bedarf einer Politikwende in Deutschland und dazu bedarf es einer starken AfD und die Bürger sind aufgefordert, entsprechend am 14. März in Baden-Württemberg unsere Partei zu wählen und natürlich auch im September bei der Bundestagswahl. Denn ich sage es ganz klar, die Entwicklungen sind klar und deutlich erkennbar. Die Fehlentwicklungen vor allem und die Missstände. Und wer nun glaubt, er könne genau mit den Parteien, die diese Missstände verursacht haben, auch die Lösungen herbeiführen, der irrt. Einstein hat gesagt, immer das Gleiche zu tun und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen, das sei Wahnsinn. Und genau das tut der Bürger, wenn er weiter auf die Altparteien vertraut, die uns eigentlich erst in diese Misere gefahren haben und diese Misere gebracht haben. Es muss hier eine starke AfD entsprechend etabliert werden. Und dazu brauchen wir jede Stimme und dafür werbe ich auch. Denn die Lage, Herr Weber, ist ernst. Es geht hier nicht mehr nur um Petitessen. Es geht hier um die Zukunft unseres Landes. Die wird mit der Corona-Krise massivst in Gefahr gebracht. Und auch die Sicherheitsgeschichte, jetzt insbesondere Schondorf, zeigt uns doch, dass auch unsere Demokratie schwersten Schaden nimmt. Es kann und darf nicht sein, dass in unserem Land politisch Andersdenkende auf unseren Straßen gejagt werden. Das können wir uns aus innerer Überzeugung nicht leisten. Wir können es uns aber auch aufgrund unserer Historie nicht leisten. Ich nehme die Bürger ein wenig in Schutz. Herr Hess, Sie sind selber Mensch, der kommt aus einer Situation, der kommt aus einem Berufsleben. Da war er sehr nah am Bürger. Sie sind es auch jetzt noch. Die Menschen gehen ihrer Beschäftigung nach. Die haben ihre Tagessorgen. Jetzt Kinder nicht zur Schule, Kindergarten und so weiter. Ältere Menschen isoliert.
Die haben halt letztlich, wenn sie sich die gängigen Medien anschauen, haben die eine sehr eindimensionale Berichterstattung. Das kann man nicht anders sagen. Deshalb ist es ja so, dass wir sagen, wir geben die Chance, dass sie reden können. Reden können, ohne dass ich über irgendwelche Schwachmaten aus der Partei rede, die irgendwelchen Mist gemacht habe, mit dem wir übrigens nicht reden würden, sondern mit jemand, wo ich sage, da ist jemand, der ist bürgernah, der vertritt eine Meinung. Denn, lieber Herr Hess, wenn man hier eine sogenannte Sippenhaftung nehmen würde, dann würde ich mit den Grünen auch nicht mehr reden. Das Thema Sexualität und Umgang mit Kindern, dann könnte ich nicht mehr mit der SPD reden, Dati, was die Pädophilität angeht. Wir haben einen Bundestagspräsidenten, der ja auch nicht ganz koscher war, was die Steuerpolitik angeht, Spenden Kohl. Also das sind alles Dinge, Kausalschuld und Mithaftung gibt es bei uns nicht. Und deshalb reden wir mit Ihnen. Ich finde es gut, was Sie sagen. Aber ich habe eine Frage. Sind die Politiker zu schwach oder zu feige, mal gegen den Strom zu schwimmen? Ist das Mandat wichtiger als Charakter und eigene Überzeugung? Also ich kann hier nur eine Vermutung äußern. Ich kann nur feststellen, dass das, was CDU, CSU, FDP, Linke und Grüne, und die sind überall in Regierungsverantwortung. Es ist wichtig, das zu verstehen. Die Geschicke unseres Landes werden nicht nur auf Bundesebene, sondern auch und vor allem auf Landesebene entsprechend bestimmt. Und dort sind all diese Parteien in Regierungsverantwortung. Also keine einzige kann sich dieser Verantwortung entziehen. Und wenn ich dann sehe, wie hier Politik gemacht wird, entgegen jeglicher Vernunft, entgegen jeglicher Logik, dann, wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle und denen nicht völlige Blödheit unterstelle, und das sind sie nicht, das sind wirklich intellektuell leistungsfähige Menschen, dann kann ich nur zu dem Ergebnis kommen, dass ich ihrer Vermutung zustimmen kann, dass hier Mandate, Macht, Geld, Einfluss wichtiger ist, wie die Zukunft unseres Landes, die Zukunft unserer Kinder, die Zukunft unserer Enkel. Einen anderen Schluss kann ich nicht mehr für mich zulassen. Es gibt noch Vereinzelte, die hier gegen den Strom zu schwimmen versuchen. Die werden aber recht schnell dann entsprechend eingenordet. Und ich bleibe dabei, das, was hier abläuft, ist eine Politik gegen die Interessen der eigenen Bürger und der Bürger, Sie hatten vorher gesagt, er sei beschäftigt, er sei mit Arbeit beschäftigt. Die gängigen Medien würden eben ein anderes Bild zeichnen. Das ist sicher alles richtig. Aber Herr Weber, wir müssen uns auch da ehrlich machen. Es wird später keiner kommen können und sagen, ich habe es nicht gewusst. Wenn unser Land zerstört ist, wenn unsere Wirtschaft vernichtet ist, wenn die Sicherheitslage desolat ist und am Boden liegt, ich darf daran erinnern, dass man jetzt davon ausgeht, dass Clankriminelle sich in den Besitz von Kriegswaffen gebracht haben, um gegen tschetschenische Clankriminelle, wir reden hier von Deutschland, mit Kriegswaffen vorzugehen, dann sage ich Ihnen, wir werden in spätestens 5 bis 10 Jahren die Entwicklung amerikanischer Großstädte haben, wo wirklich auf offener Straße kriegerische Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Clans stattfinden wird. Das kann doch keiner wollen. Und deshalb, alles, was gemacht wird, läuft gegen die Vernunft. Es läuft gegen den logischen, gegen die Logik, gegen den gesunden Menschenverstand. Und deshalb, ich erwarte schon, dass der mündige Bürger sich hier auch kundig macht. Ich stelle auch im Übrigen fest, dass das der Fall ist. Ich bin sehr viel im Wahlkampf in Baden-Württemberg jetzt unterwegs an Infoständen und ich muss schon feststellen, dass es nach meiner Auffassung eine so starke Unterstützung wie derzeit der AfD, und Sie müssen ja bedenken, dass es viele stigmatisierende Berichterstattung über uns gibt. Wir werden selten oder gar nie positiv dargestellt, in Ausnahmefällen nur neutral und sehr, sehr häufig negativ. Und trotzdem kommt der Bürger in seiner Not und hat überhaupt gar keine Scheu mehr. Ganz normale Familien, viele Frauen, die kommen und sagen, so kann es nicht weitergehen und ihre Unterstützung versichern. Da merke ich schon einen Umschwung. Und ich bin da schon sehr froh, dass es hier bei der Wahl im März doch vielleicht eine Überraschung geben kann und dann im September eben auch. Die Leute wollen diese Politik nicht mehr und sie haben Recht damit. Jetzt hat eben das Telefon geklingelt. Ich nehme an, das war der Innenminister von Baden-Württemberg, der Herr Strobel,
Der hat gesagt, bitte erwähnen Sie mich nochmal. Ich werde heute deutlich sagen, dass das nicht geht. Gewalt wird so gewesen sein. Aber lieber Hess, Sie sprachen eben gerade von der Intelligenz oder ich will mich wiederholen, von der Blödheit, dass die Politiker nicht blöd sind. Also lassen Sie mich so sagen, manchen Politiker würde ich schon gerne mal fragen, was halten Sie als Außenstehender von Intelligenz? Also davon müssen Sie ausgehen, da waren schon manchmal Dinge, Gespräche dabei. Gerade in Fachressorts würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen sitzen, Herr Hess, die doch von dem, dass für das, was sie zu verantworten haben, mehr Wissen hätten. Das würde schon Sinn machen, so wie es in der freien Wirtschaft, so wie es bei Ihnen im Polizeidienst üblich war, dass derjenige, der in den Ressorts war, doch ein hohes Maß an Kompetenz mitgebracht hat. Darf ich Ihnen noch ein Versprechen abbringen, dass wir am Donnerstag hören, wie Ihr Antrag ausgegangen ist? Gerade weil es die Menschen, die interessiert ist. Wir achten, Herr Hess, wir geben als Hallo Meinung sehr viel Geld aus. Wir beschäftigen 6 Mitarbeiter und die machen einen tollen Job. Mal danke an das Team, die nur für die Hygiene zuständig sind. Dass man auf unseren Seiten keine Kommentare findet, wenn man was durchschlüpft, ist das schlimm. Aber die nur darauf achten, dass wir eine Umgangsform haben, die sehr gesellschaftsfähig ist, dass wir eine Meinungspluralität zulassen. Kann ich Ihnen das bitte abbringen, dass wir kurz drüber reden, dass Sie uns sagen, denn wie gesagt, Hetze und Hass haben nichts im Netz verloren. Und wenn das politisch toleriert wird, ist das ein Ungleichgewicht gegenüber alternativen Medien, die sich für jeden Piep rechtfertigen. In der Tat, ich sage Ihnen das gerne zu. Sie haben nämlich absolut recht. Das, was hier auch im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes läuft, das ist ein ganz klarer Frontalangriff auf konservative Meinungen. Und zwar auf ausschließlich konservative Meinungen. Ich will das nochmal bekräftigen. Tatsächlicher Hass und tatsächliche Hetze, die haben nichts im Netz zu suchen. Aber was tatsächlicher Hass und tatsächliche Hetze ist, darüber entscheiden keine Großkonzerne, keine Internetkonzerne. Darüber entscheiden in Deutschland die Gerichte, beziehungsweise haben zu entscheiden. Und dass man hier einen Dammbruch verursacht hat und dass jetzt ein Sachbearbeiter bei Facebook darüber entscheiden kann, was hier tatsächlich nicht veröffentlicht wird und was nicht, das ist ein so massiver Schaden für den Meinungspluralismus und damit im Ergebnis für die Demokratie in unserem Land, dass wir auch das schnellstmöglich rückgängig machen müssen. Und erlauben Sie mir noch eine abschließende Bemerkung zur generellen Medienberichterstattung, wo Sie auch sehr gut erkennen können, dass der Linksextremismus relativiert und verharmlost wird. Das sind die Begrifflichkeiten, die im Zusammenhang mit der Berichterstattung von Schomburg verwendet wurden. Wenn hier die Presse von Aktivisten statt von Gewaltverbrechern spricht, Herr Weber, dann sehen wir doch ganz klar, dass auch die Medien in unserem Land ein ganz massives Problem darstellen. Wer so verharmlost, wer so relativiert bei einem so schwerwiegenden Angriff, der hat doch im Kern gar nicht verstanden, was diese Angriffe für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie im Ganzen bedeuten. Vielleicht hat er es verstanden, aber er möchte es eben nicht zur Kenntnis nehmen und er möchte es anders an die Bürger transportieren. Und da gilt wieder das, was ich vorher sagte. Ich glaube, dass immer mehr Bürger aufwachen, dass immer mehr Bürger erkennen, dass das eben so nicht weitergehen kann. Es ist ein wichtiger Hinweis. Ich ergänze noch hinzu, dass wiederum die Presse Menschen, die ihre Meinung aussprechen, was ihnen im Übrigen nach Artikel 5 des Grundgesetzes zusteht, verfassungsmäßig konform. Wenn die Meinung gesagt wird, ist man sehr schnell Rechtspopulist. Es gibt Organisationen, die meinen, das zu befinden. Das sind meistens Organisationen, wenn man Kahana anschaut, die dann wiederum von links sehr linkslastig sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich kann nur jedem Bürger sagen, macht euch, sagt eure Meinung, ihr fühlt euch wohler. Das ist nicht immer einfach, es ist keine Frage. Aber nur wenn wir uns austauschen, wenn wir einen Diskurs haben an gesellschaftlicher Form, können wir uns weiterentwickeln. Sonst kommen wir wieder in ein Regime zurück, das wir alle nicht wollen. Lieber Hess, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War ein spannendes Gespräch, abwechslungsreich. Und ich denke, unsere Zuschauer werden es genauso sagen. Und sie dürsten schon nach dem nächsten Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Weber, wenn Sie mir noch eine Abschlussbemerkung erlauben, weil Sie ja vorher auch noch mal angesprochen hatten, Ihre Gesprächspartner, unter anderem auch, was die AfD angeht. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und doch noch mal versichern, entgegen allem, was anderslautend hier geäußert wird, steht die AfD und stand sie von Anfang an
mit beiden Beinen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir sind die Partei, die eine Unvereinbarkeitsliste hat, um eben entsprechend inakzeptable Personen aus der Partei fernzuhalten. Wir sind die Partei, die auch in rechtsstaatlichen Verfahren gegen Personen vorgeht, die innerparteilich sich inakzeptabel äußern und nicht unsere Grund- und Werteordnung, unseren Wertekanon der AfD teilen. Wir sind wirklich die Partei, die im Bundestag ständig und immer die Einhaltung geltenden Rechts einfordert. Wir sind schlicht und ergreifend die Rechtsstaatspartei und die Partei für die innere Sicherheit. Insofern mein Appell hier auch nochmal an jeden Bürger, nicht diese platte Berichterstattung, die uns in die rechtsextreme Ecke stellen will, dieser zu folgen, sondern sich selbst ein Bild zu machen. Hören Sie unsere Reden im Deutschen Bundestag, schauen Sie, was wir in den Länderparlamenten für Arbeit leisten, schauen Sie sich unsere Anträge an und machen Sie sich dann selbst ein Bild. Sie werden feststellen, dass an den Vorwürfen wirklich nichts dran ist. Wir bemühen uns, im Sinne unseres Landes zu agieren, dort, wo wir Einzelfälle feststellen, die unserem Ansinnen entgegenstehen, handeln wir als Partei auch konsequent. Und ich sage es noch einmal, ich muss es noch mal wiederholen. Einstein, der gesagt hat, immer das Gleiche zu tun, auf ein anderes Ergebnis zu hoffen, ist Wahnsinn. Wir dürfen alle nicht wahnsinnig sein. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir eine andere Politik in Deutschland brauchen und dass es die eben nur mit einer Kraft geben kann, die unsere Zukunft, die Zukunft unseres Landes, die Leistungsfähigkeit unseres Landes und vor allem unsere Kinder und Enkel im Blick hat. Und eine solche Politik, die gibt es eben nur mit der Alternative für Deutschland. Zumindest habe ich von Ihnen oder anderen noch nicht gehört, wir erschießen das 1% der Reichen. Und wenn der Parteivorsitzende Rixinger sagt, nein, wir erschießen sie nicht, wir lassen sie für uns arbeiten. Das sind Aussagen, Arbeitslager, gerade jetzt im Fall Nawalny. Naja, das zeigt schon die Richtung. Aber jetzt vielen Dank, Herr Hess, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Bis Donnerstag. Machen Sie es gut, Herr Weber. Tschüss.